Der Florian Daimer hat letztens ein Video gemacht, in dem ein Experte auf den Macflip reagiert. Es waren sogar zwei Experten. Und das war super spannend, mal zu sehen, was die dazu zu sagen haben. Ich fand's mega geil, ihr fand's auch mega geil. Und jetzt schauen wir uns mal das nächste Video an, in dem eine Songwriterin auch auf ein Video von mir reagiert. Und zwar auf das, in dem ich einen eigenen Song gemacht habe. Genau, ich bin gespannt. Let's go. Verstehe ich auch nicht so hundertprozentig, was er sich dabei gedacht hat. Hätte man einfacher und passender gestalten können. Was? Einfach und spannender? Hätte man einfacher und passender gestalten können. Ach, passender. Aua. Okay, einfach nur am Dissen. Tut schon weh. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich mache wieder eine Reaktion mit einem Experten zusammen. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ich würde richtig gerne mal mit ihr irgendwo drauf reagieren. Sie ist nämlich schon sehr, sehr lange eine gute Freundin von mir. Sie ist Singer-Songwriterin und studiert sogar Komposition, deswegen bestens geeignet für das Video von Tomery. Oha, Digga, sie hat einfach Komposition studiert. Geisteskrank. Und deswegen begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich Hannah Stien. Hi. Hi, Flo. Ja, schön, dass du es mal geschafft hast. Also, beziehungsweise, dass wir ein Video haben, wo du wirklich Kompetenz haben kannst. Haha, uff. Okay, jetzt hat er sie aber gedisst. Hui, hui, hui. Spring mal rein. Wir sind jetzt auf die absolut dumme Idee gekommen, dass ich, ja ich, der absolut keine Ahnung von Musik hat, klammheimlich einen Song komponiere und so richtig mit Text und Gesang. Ich muss dazu mal sagen, ich finde, das ist gar keine dumme Idee. Ich schon, ganz ehrlich. Ich ein absoluter Fan davon bin, dass Leute einfach Songs schreiben und einfach anfangen und einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich bin sicher, wenn er da solche Profis an seiner Seite hat, dass das Ergebnis ziemlich geil wird. Okay, ja gut, mit Profis ist natürlich eine andere Sache, klar. Ich kann nicht mal Noten lesen. Ich kann keine Haha, nice. Auch sehr cool geeditet, by the way. Let's go. Ich kann es mit dem PC aufnehmen und dann kann ich es in so ein Computerprogramm ziehen. Und dann sehe ich das hier so Guitar Hero mäßig. Okay, das ist vielleicht schon sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Nehmt euch euer Handy, nehmt euch ein Aufnahmegerät und dann nehmt die Melodie, den Text, was auch immer ihr habt, schreibt ihn euch irgendwie auf. Hauptsache, ihr könnt es euch merken. Ihr müsst das nicht in Notenform unterschreiben oder was auch immer damit machen. Ja, also ihr seht. Guck mal, wie schaut. Hallo? Ihr Blick einfach frech. What? Also auf jeden Fall sehr holprig. Ich versuche jetzt das mal halbwegs ordentlich zu spielen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Alter, was denn los? Die kennen ja mal gar keinen Chill. Die gehen ja mal richtig drauf los, Alter. Oh mein Gott. Geil, wird ein lustiges Video. Also der Grundgedanke ist, glaube ich, da, aber so ein bisschen Taktgefühl wäre ganz schön. Hallo? Bei dir wäre mal ein bisschen Taktgefühl ganz schön. Das verletzt mich nämlich jetzt gerade auch, weißt du? Spaß. Ja? Vielleicht hat er ja Taktgefühl und er will einfach einen sehr besonderen Takt. Das geht natürlich auch. Danke, Flo. Danke fürs Arsch. Retten. Bei allem, was jetzt kommt, kann man auch sagen, ich will es genauso haben, das ist meine Kunst. Im Chat schreibt gerade einer, ein 27-Neuntel-Takt, das ist ein Filtertakt. Ich habe vergessen, wie ich meine eigene Melodie spiele. Naja, gut, egal, am Ende muss es ja auch er hier können und nicht ich. Ah, okay, jetzt habe ich was, glaube ich. Da interessiert mich aber, wie ist das denn, wenn du jetzt eigene Songs hast, wie involviert bist du denn da jetzt zum Beispiel an Schlagzeug oder Bass oder so? Also wenn mir irgendwas total wichtig ist, dann sage ich denen das auch, aber sonst lasse ich denen total viel Freiraum und lass die mal machen, weil ich... Ach so, also ich wusste natürlich davor gar nicht, wie sowas funktioniert. Ich wusste halt gar nicht, was ein Songwriter eigentlich macht. Scheinbar ist es wirklich so, dass halt ein Songwriter halt nur einen Text schreibt, so melodiemäßig und dann halt zusammen mit der Band halt wirklich so ein bisschen das herausarbeitet. Der kann das auch viel besser umsetzen. Der hat auf seinem Instrument viel mehr Erfahrung. Also, dass er machen könnte, wenn er jetzt Probleme damit hat, diese Melodie zu spielen. Die habe ich doch nicht, hä? Wie man offensichtlich sieht, habe ich keine Probleme damit. Es soll der 27-Neuntel-Takt sein. Dann soll er einfach den Grundakkord auf der 1 anschlagen. Da muss er sich nicht da... Bitte, was die 1? ...mit den kleinen Verzierungen rumschlagen und kann trotzdem sich weiter auf die Melodie konzentrieren. Das Verzieren, die Kleinigkeiten, machst du entweder später oder überlässt du dann den Profis, also... Hätte er sich einfacher machen können. Was noch einen dicken Unterschied machen wird, sind die Drums. Allerdings habe ich hier kein Schlagzeug, deswegen probiere ich das mal komplett digital. Oh nee, die Drums habe ich so richtig reingekackt. Vor allem, die zeigen auch gar nichts Gutes, weil die Melodie, so wie sie am Klavier eigentlich dann fertig war und wie der PC das halt gespielt hat, ne, nicht ich, war halt auch voll cool. Das zeigen die gar nicht. Aua. Üblicherweise ist es irgendwie auf jedem Beat mal so ein Kick, so ein Bass-Ding reinzuballern. Das mache ich jetzt einfach mal auf. Na. Vielleicht noch nicht so aggressiv. Wir hören rein. Ja, die Drums waren ein bisschen wild. Geil. Cool, also ich find's echt nice. Es ist auch schon 12:30, morgen muss der Song fertig werden. Wer kennt's nicht, um 12:30 macht man Schlagzeug, ne? Ja, um 12:30 Schlagzeug ist nur ein Problem, wenn du halt, also mit einem echten Schlagzeug, hätten mich meine Nachbarn jetzt nicht so gefeiert, ne? Die hat mich auch rhythmisch irgendwie ein bisschen verwirrt. Das verstehen nur Songwriter wie ich. Verstehen das auch Songwriter wie du? Also ich glaube, ich müsste mir das mal, ich müsste das länger anhören, um sofort zu verstehen. Jungs, die hat einfach keinen Plan vom 27-Neuntel-Tag, tut mir leid. Spaß. Dementsprechend
und glaube ich, könnte der Rhythmus einfacher sein. Dass die Hi-Hats quasi durchgehen, ist eigentlich gar nicht so dumm, aber es könnte ein bisschen regelmäßiger sein. Ey, es ist so schwierig, einfach einen Text zu finden, mir gerade erst wieder bewusst, was das für eine dumme Idee ist. Du widersprichst. Ja, ich finde es halt echt schwierig zu sagen, es ist eine dumme Idee, einen Song zu schreiben. Also scheinbar wird man dabei die ganze Zeit geroastet, wenn man das tut. Also weil ich glaube, dass super, super viele das einfach mal machen möchten, aber genau wie er halt an manchen Stellen nicht wissen, wie. Hallo, ich hatte doch voll den Plan. Habe ich irgendwo in dem Video so gewirkt, das hätte ich nicht voll den Durchblick. Reden wir nicht drüber. Einfach mal machen ist genau richtig. Man will nicht wissen, wie meine allerersten Songs geklungen haben. Jetzt will ich es tatsächlich schon wissen. Den Ausschnitt aus meinem ersten Song. Das schwimmt dort durch den Fluss und gibt den längsten Zungenkuss. Es ist Hexenkuss. Also ich hatte ja wenigstens noch den Anstand, bei meinem Song nicht selber zu singen. Spaß. Also hätte ich gesungen, dann wäre es wirklich böse ausgegangen. Ich entscheide mich dazu, die wunderschöne Geschichte des kleinen Prinzen aus der Perspektive des Erzählers zu erzählen. Ich persönlich sage immer, ich erzähle das, was mich persönlich beschäftigt. Zum Beispiel irgendwas zum Thema Liebe oder so, dann können die Leute sich damit in den meisten Fällen auch identifizieren. Vielleicht beschäftigt ihn ja einfach der kleine Prinz. Nee, Digga, ohne Witz. Also es war halt auch einfach schwierig. Ich weiß nicht, wie es ihr geht, aber ich finde es schwierig, direkt was zu schreiben, was einem so richtig beschäftigt und sich da so emotional zu öffnen oder so, während man sich halt in allen anderen Bereichen des Songwritings halt so unsicher fühlt. Hätte ich schon gewusst, das wird ein Banger, dann hätte ich auch da keine Probleme gehabt, da irgendwie mehr Gefühle reinzubringen. Aber ich hatte halt jetzt nicht so Bock drauf, irgendwie mein Herz zu öffnen für einen Song, der am Ende aus meiner Feder halt komplett Trash ist, weil ich es halt nicht drauf habe. Also wir spielen es jetzt so, wie du es uns geliefert hast. Und zwar genau, wie ich es geliefert habe. Jetzt bin ich aber mal gespannt, weil, also erstens musst du die Band jetzt genauso spielen, wie ich es geliefert habe, was halt wirklich experimentell ist, sagen wir es mal so. Und dann wird sie auch mal auf die Band reagieren und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen hat, weil die Band ist schon echt der Shit. Das finde ich schon mal stark. Also ich kann jetzt auch nur eine Referenz machen zum Orchester. Ich habe ja da auch mal dirigiert und da haben wir jetzt zwei Aufnahmen gemacht, wo ich auch einmal quasi das Orchester dirigiert habe und die haben wirklich genau meine Dirigieranweisung nachgemacht. Und danach, oh mein Gott, das fände ich mal geil. Will ich auch mal machen, lol. Den Drum-Rhythmus, da verstehe ich auch nicht so hundertprozentig, was er sich dabei gedacht hat, hätte man einfacher und dementsprechend. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist vom Beat her wirklich so ungewöhnlich, wie ich es nie spielen würde. Also ich fände es natürlich super gut, wenn das halt, wenn da jeder einfach so viel Kreativität einbringen kann, wie es nur geht. Ich würde dem ein bisschen mehr Luft geben. Ich dachte auch so irgendwann zwischendurch, wenn ich es jetzt noch 50 Jahre machen würde, würde vielleicht was Brauchbares bei rum. Ich habe das Gefühl, Thomas war da schon so ein bisschen eingeschüchtert davon, von so vielen Profis, so sein Werk. Nee, ich fand's super lustig. Analysieren zu lassen. Das ist einschüchternd. Ich war 2011 ja bei Dein Song, das ist so eine Fernsehshow, wo auch Kinder, Teenager ihre eigenen Songs einschicken können. Das ist richtig, richtig, richtig geil mitzubekommen, wie sich so eine Idee zu einem richtigen Song entwickeln kann. Ist das denn auch manchmal dann angreifend, dass du dann so deine ursprüngliche Idee vielleicht so ein bisschen verloren siehst? Jede kleine Idee bedeutet einem selbst ja was. Also wie bei ihm jetzt zum Beispiel auch das Intro mit der Klaviermusik. Jemand anders sagt, nee, lass uns das mal komplett rauslassen. Dann nimmt man das schon irgendwie persönlich, weil es ja etwas ist, was man selbst kreiert. Aber macht Sinn, ja. Kann in den meisten Fällen auch richtig gute Dinge hervorrufen. Sollen wir doppelt so schnell spielen mal? Ich habe keinen Plan. Also woher wissen die das alles? Und jetzt seht ihr die finale, überarbeitete Version des Songs. Bin gespannt. Unfassbar krass. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, ja, das war das Video. Ich finde, er hat eine coole Idee gehabt. Oh, wirklich, danke. Wirklich gut. Er sollte da auf jeden Fall dranbleiben. Digga, direkt mal YouTube. Yeet. Ich höre einfach auf. Leute, ich werde jetzt Rockstar. Wie gut ist denn so sein Fortschritt in der Woche? Ist das so ein Ding, was jeder so hinkriegen würde? Oder glaubst du, er hat da schon eine Begabung irgendwo für? Ich weiß nicht, wie sehr er sich jetzt in dieser einen Woche damit beschäftigt hat. Das, was er gemacht hat, würde ich... Habe einfach drauf losgelegt. Lol. Sagen ist auf jeden Fall machbar, auch für Anfänger. Wenn man sich nicht unterkriegen lässt und einfach mal dranbleibt und zwischendurch mal googelt, nachfragt, dann kann man sowas auf jeden Fall schaffen. Sehe ich auch, ja. Das sehe ich auch so. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei dem guten Florian Dahlmer vorbei. Der macht mehrere solche Videos, auch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen YouTubern und auch natürlich noch eigenes Zeug. Daumen nach oben, auf jeden Fall auch hier subscribe, lasst ein Abo da und vielen Dank, war cool, hat richtig Bock gemacht. Auch Shoutout an die Hannah Stienen. Ja, wilde Nummer, ne?